Wand. Hat das was damit zu tun, dass wir aus dem Osten und aus dem Westen sind? Wegen der Mauer? Nein, das hat nichts damit zu tun. Ihr seht hier schon die Mauer, wo man rüberklettern muss, beziehungsweise klettern muss. Das ist eure Wand. Die Regeln sind ganz einfach. Diese Kletterwand, die bewegt sich gleich und endlos weiter. Also die ist immer stetig in Bewegung. Die kippt dann auch irgendwann leicht. Ihr müsst euch so lange wie möglich an dieser Wand halten, also immer weiter klettern, ohne den Boden zu berühren. Wer einen Fuß draufsetzt oder runterfällt, hat dieses Spiel verloren. Wer sich länger an der Wand halten kann, gewinnt das Spiel. Ganz, ganz wichtig, nicht übergreifen, da wo diese gelbe Linie ist. Weil wenn ihr da übergreift und dann zieht das Ding vielleicht irgendwie und dann da oben verringt, diese gelben. Genau. Am besten da auf jeden Fall nicht um die Kurve packen. Auf gar keinen Fall. Okay. Weil dann zieht das Ding euch weiter und dann coolt ihr euch den Arm aus. Das ist nicht schön. Ansonsten könnt ihr machen an dieser Wand, was ihr wollt. Stopp, lass mich nicht hängen. Okay, gucken wir uns mal an. Okay. Da geht schon mal ran. Ah. Sucht euch eine Position aus. Ihr könnt euch schon rangehen, richtig? Genau. Okay, jetzt sind wir in der Wand, ja? Jetzt seid ihr schon an der Wand, aber wie gesagt, die bewegt sich gleich. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung. Ja, rate mal. Das fängt ja gut an. Ihr seid klar? Dann 3, 2, 1, los. Willkommen also beim Sportklettern. Ja, wer hat das schon mal gemacht? Kletterwand oder so beim Bouldern vielleicht. Der weiß so ein bisschen, worum es hier geht. Du bist ein bisschen schneller da, ne? Und die Experten gucken da auch mal hin und sehen, dass eigentlich diese Griffe und Tritte relativ leicht sind. Aber das ist auch nicht das Problem. Auch die Geschwindigkeit wird immer die gleiche bleiben, sondern die Neigung kann man eben ändern. Das heißt, wir nähern uns allmählich auch einem Überhang. Wie lange geht das? So, ja, Achtung, bis einer runterfällt. Muss man aufpassen unten. Martin, wenn du willst, kannst du mal fallen. Beide sind davor gewarnt worden, zu weit oben zu greifen, aber man sollte auch mit den Füßen nicht zu tief kommen. Und hier sehen wir schon, also jetzt vielleicht in der senkrechten. Und jetzt geht es eben noch weiter in die Kipplage. Und da wird es gerade mit den Füßen schwierig, dort in der Wand zu bleiben. Und die Probleme sehen wir. Auch beim Klettern heißt es ja immer, so nah wie möglich an der Wand zu bleiben. Also wenn man da so ein bisschen weiter draußen hängt, wird das dadurch nicht leichter. Und gnadenlos kippt die Wand also weiter. Man kann auch nicht erkennen, ob einer hier ein Problem hat, schon im Augenblick, vielleicht mit der Kraftausdauer. Aber das kann eben ganz schnell sein, dass man runterrutscht und dann steht man auf der Matte unten und hat das Ding verloren. Martin muss aufpassen, Materia rechts. Weitermachen hier, ein bisschen höher klettern. Frederik Lau auf der linken Seite sehr, sehr gut. Es wird immer enger rechts für Materia. Und ich glaube, Elton hat's gesehen, der Fuß war auf der Matte. Es ist hart. Es ist hart. Ja, es gibt ordentlich in die Unterarme. Das geht schon gleich in die Arme. Wir können uns ein paar Sachen hier auch angucken. Und da sehen wir ganz kurz nochmal, dass Martin, ja. War zu tief, glaube ich. Du warst immer zu tief. Am Anfang schon sehr risikoreich, aber da kam der Kleine. Das ist ja vielleicht ein Trick. Ja, nee. Warte so. Ganz kurz mal. Yeah! Ja! Ich gehe nicht jetzt null nochmal nach Hause. Das kann, ja. Das kann nachher ein wichtiger Punkt sein. Ich sage es in jeder Sendung, es gibt nur einen Punkt, aber der kann vielleicht nachher entscheidend sein. Und vor allem motiviert das auch ein bisschen. Erstes Spiel schon mal gewonnen. Oh. Schon mal ganz gut. Wir können uns mal den ersten Punktestand angucken. Noch sieht es nicht so spektakulär aus. 1-0 für Frederik Lau. Wunderbar.